Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Es geht wieder um einen kleinen Haul und zwar war ich bei DM und dort habe ich die Rococo LE von Catrice entdeckt und habe einige Sachen mitgenommen, die ich euch jetzt eben mal kurz zeigen wollte. Ich habe vier Nagellacke mitgenommen und zwar habe ich zum einen Madame de Pincadour, dieses wunderschöne Pink, die sind alle matt übrigens. Dann habe ich dieses Blau, das ist die Farbe Lila Bleu oder so. Ich weiß nicht genau, das ist Französisch. Dann Apricot Coco. Das habe ich schon getragen. Da kann ich euch jetzt gleich mal ein Bild noch einblenden. Und heute trage ich Soleil à Solitude. Das ist der Gelbton. Der Gelbton, genau. Ich weiß nicht, meine Finger sehen, glaube ich, gerade ein bisschen dreckig aus. Liegt daran, dass ich vorhin Sachen geswatcht habe. Vielleicht sieht das jetzt auch gerade nur in der Kamera so aus, wie auch immer. Sie sind sehr schön. Sie brauchen 2 bis 3 Schichten, je nachdem. Sie sind manchmal ein bisschen streifig, aber ich finde die Farben unglaublich toll und das Finish ist eben auch so schön. Also ich kann euch davon auch nochmal ein Bild einblenden. Die sind zwar matt, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann. Die haben eben trotzdem diesen Perlschimmer drin. Seht ihr das? Und das sieht einfach unglaublich toll aus. Und darum habe ich die vier mitgenommen. Es gab noch ein Grau, aber der war bei mir leider ausverkauft. Darum habe ich ihn nicht gekauft. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob ich das so traurig finde. Außerdem habe ich mir den Blush mitgenommen. In dem dunklen Pink. Das ist auch die Farbe Madame de Pincadour. Und ich habe da schon gestern reingeswatcht, als ich das gedreht habe. Aber das Licht war nicht gut. Darum mache ich das nochmal. Die sehen erstmal unglaublich toll aus, oder? Und ja, das ist eben knalligeres Pink. Ich mache das wieder hier auf der Seite. Das aber, wenn man das swatcht, gar nicht so. Oh nein, ich habe reingekratzt. Gar nicht so dolle aussieht. Ich finde die Farbabgabe so lala, muss ich ehrlich sagen. Ich werde das natürlich mit dem Pinsel ausprobieren und vielleicht ist das ja eine ganz andere Sache. Aber das habe ich mir auf jeden Fall mitgenommen. Es gab davon noch ein hellrosanes, das mir aber zu hell war. Und ja, ich habe es mir nicht gekauft. Oh Wunder. Und dann habe ich mir noch eine dritte Sache gekauft. Und zwar ist das der Kabuki. Der hat eben unten auch dieses schöne Muster. Und ist eben weiß mit Pink. Und ist unglaublich weich. Also ja, es ist eben Kabuki. Ich arbeite eigentlich ganz gerne mit Kabukis. Und ja, darum musste der auch noch mit. Das war meine kleine Ausbeute aus der Rococo LE. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ich finde das Design unglaublich toll. Also gerade diese Nagellacke. Ich meine, wie süß sehen die aus? Es ist natürlich ein bisschen, ich zeige euch das mal, etwas schwierig damit zu lackieren. Ups. Weil ihr habt hier oben nur das hier zum Festhalten. Und da hat man eben nicht so viel Fläche zum, nicht tropfen. Und das Lackieren fällt dann eventuell etwas schwerer, aber es geht. Und ich finde, dass sich das einfach lohnt, weil das Ergebnis so schön ist. Hier übrigens, mein Daumen wächst langsam nach. Hier habe ich noch überall Swatch-Reste. Ist natürlich noch nicht so lang wie der. Aber es geht, ne? Ja, vielen Dank fürs Zugucken, meine Lieben. Ich hoffe, ihr seht diese LE auch bald und bekommt alles, was ihr gerne hättet, weil die Sachen sind einfach so schön. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Diesmal, das nächste Mal bestimmt mit einem neuen Schminkvideo. Und ja, vielen Dank fürs Zugucken und bis bald. Tschüss!